Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Showdown letzter Spieltag im Signal Iduna Park am Samstag um 15.30 Uhr gegen den FSV Mainz 05. Ich begrüße unseren Trainer Edin Terzic und die anwesenden Journalisten hier im Trainingszentrum Hohenbuschheim, mit denen wir sehr, sehr gerne insbesondere über das Spiel am Samstag sprechen würden. Und ich warte jetzt gerne auf eure Fragen. Wir beginnen bei Sport 1. Bitteschön. Hallihallo, Edin. Edin, am Wochenende könnt ihr ja deutscher Meister werden, worauf die ganze Stadt hinfiebert, die Fans, ihr alle selbst. Die Erwartungshaltung ist sehr, sehr groß im Umfeld. Es wird schon viel geplant, was natürlich auch selbstverständlich ist. Aber ist das vielleicht so das größte Problem oder das, was du am meisten auch zu managen hast, diese Erwartungshaltung, das vielleicht auch ein bisschen von den Spielern fernzuhalten? Oder wie gehst du diese Woche an? Ja, hallo zusammen. Natürlich ist es eine ganz besondere Woche für uns, weil es der letzte Spieltag ist, der auf uns wartet. Und wir haben uns in eine Situation gespielt, die sehr viel Euphorie ausgelöst hat. Und das ist genau das, was wir wollten. Und trotzdem, auch wenn es eine besondere Woche ist, ist der Schlüssel, dass man nichts Besonderes tut, sondern einfach all die Dinge, die wir vorher gut gemacht haben, versuchen zu wiederholen. Und das ist der Schlüssel. So gehen wir die ganze Woche an, dass es da nicht darum geht, außergewöhnliche oder besondere Dinge jetzt nochmal einzufordern, einzustudieren, sondern einfach mal auszublenden, wo man steht und wann das Ganze stattfindet, sondern warum das Ganze stattfindet. Und das gibt Gründe, wieso wir jetzt in der Situation sind. Und deshalb freuen wir uns, dass wir das Ganze dann am Samstag noch einmal zeigen dürfen und dann am Ende über die anderen Themen vielleicht nach dem Spiel uns Gedanken zu machen. Nach Patrick Berger machen wir weiter mit dem Kollegen Bijan Jakobi. Ja, hallo Edin. Die klassische Personalfrage mal heute von mir. Wie sieht's aus? Wer kann? Und wie sieht's mit Jude Bellingham aus? Vielleicht kannst du da ein paar Sätze zu sagen. Ja, der Einzige, der definitiv ausfallen wird, ist leider Jamie Bynoe-Gittens durch seine Schulterverletzung. Bei Jude ist noch ein Fragezeichen. Der hat jetzt in den letzten Tagen sein Trainingsprogramm intensivieren können und das sieht ganz gut aus. Trotzdem hat er jetzt noch nicht mit uns auf dem Platz gestanden. Das werden wir dann heute Nachmittag hoffentlich hinkriegen. Und dann werden wir uns heute und morgen die Trainingseinheiten anschauen und dann werden wir entscheiden, ob es dann schon reicht für einen Startelf-Einsatz. Wir wollen definitiv Jude im Kader haben am Samstag und wir hoffen einfach, dass er den Fleiß, den er jetzt in den letzten 14 Tagen gezeigt hat, dass das dann belohnt wird, dass er dann am Wochenende zur Verfügung steht. Und alle anderen Spieler sind einsatzbereit. Alle sind da, alle fiebern mit. Trotzdem wird es da auch harte Entscheidungen geben, dass nicht alle mit in den Kader können. Aber ansonsten sind wir natürlich glücklich über die Situation hier. Sebastian Kolzberger von der Bild. Ja, Edin, wie sehr spürt man denn diese Anspannung im Team selber? Es ist ja schon eine ganz besondere Woche. Ja, ich habe es ja gerade schon versucht, indem wir gar nicht so sehr das an uns ranlassen. Wir haben am Anfang der Woche, das hat glaube ich Sebastian auch gestern schon gesagt, versucht, all die organisatorischen Themen in Angriff zu nehmen am Montag, sodass wir uns seit Dienstag dann komplett auf das Spiel konzentrieren können. Und darum geht's. Es steht ein Bundesligaspiel an. Wir wissen, dass der Gegner, der kommt, einiges vorhaben wird. Es wird schwer. Das hat man gesehen, nicht nur im Hinspiel, sondern auch in den letzten Spielen der Mainzer. Sie waren sehr lange auch in der Rückrundentabelle ganz weit vorne, spielen eine herausragende Saison. Und wir wissen, dass es halt ein wichtiges Spiel gibt am Wochenende mit all den Sachen, die dazugehören. Es gibt Momente, die gut laufen können, es gibt Momente, die schlecht laufen können, es gibt Schiedsrichterentscheidungen, es gibt Elfmeter, es gibt all das, aber das Schöne ist, das Spielfeld ist genauso groß wie letzte Woche, der Ball ist genauso rund wie letzte Woche und wir starten mit 11 Spielern, die alle Bock drauf haben, dieses Spiel zu gewinnen und das ist das, worauf wir uns unglaublich freuen. Olli Müller sieht auch noch genauso aus wie letzte Woche. Olli, deine Frage für die Welt, besser. Oh, vielen Dank. Weil du eben gesagt hast, Anfang der Woche alle organisatorischen Themen in Angriff nehmen und dann nach Möglichkeit auch abhaken. Du mit deiner speziellen BVB-Biografie, wie sah es denn bei dir aus? Wie viele Leute sind aus deinem privaten Umfeld, Freundeskreis auf dich zugekommen, haben dich versucht zu kontaktieren, vielleicht nach Karten zu fragen? Und wie hast du sie abwimmeln können? Da meine Freunde schon sehr lange an mich glauben, haben sie nicht diese Woche angefangen, mich nach Karten zu fragen, sondern die haben natürlich die Hoffnung gehabt, schon vor Monaten, dass es dann am Ende so ist, sodass ich schon vor geraumer Zeit mich um diese Themen gekümmert habe und das rechtzeitig angesprochen habe, weil nach dem letzten
Spieltag oder beim letzten Spieltag wollen immer häufig sehr viele Jungs und Mädels dabei sein. Und ich lasse das halt einfach gar nicht ran. Ich habe ein tolles Umfeld, die sich sehr bemühen, mir all das zur Seite zu schieben. Und ich konzentriere mich ausschließlich nur auf meine Jungs und auf meine Mannschaft und auf die Leistung, die wir in dieser Woche im Training gezeigt haben. Und die war richtig gut. Und trotzdem ist die Trainingswoche noch nicht vorbei. Wir trainieren heute und morgen nochmal. Und dann geht es darum, am Samstag nochmal alles rauszuhauen. Und da wird eine große Portion Emotion mit dabei sein. Das wissen wir. Das ist ja genau das, was wir haben wollten. Das ist das, was ihr von mir gehört habt am Anfang der Saison. Und jetzt sind wir da und jetzt freuen wir uns einfach darauf, dass wir das in 2 Tagen dann alle nochmal gemeinsam erleben dürfen. Und wir wissen, dass wir uns um den Fußball kümmern und um die Mainzer. Und deshalb, es wäre jetzt schön, wenn ihr jetzt nicht mehr über mich redet oder über die Situation. Lasst uns über die Mainzer reden, weil das ist das, was jetzt ansteht übermorgen. So, jetzt sind alle Hände fast hochgegangen und wir fangen mal an mit Katharina Küpper. Ein Gedankenspiel müssen wir doch noch zulassen. Kevin Großkreutz hat 2011 sich eine Glatze rasieren lassen. Haben deine Spieler was geplant? Sollte alles gut gehen, gibt's Wetten in der Kabine? Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Also ich habe vor 30 Sekunden habe ich was gesagt und jetzt reden wir schon wieder über den nächsten Konjunktiv. Ich habe keine Lust, über den Konjunktiv zu reden, sondern über das, wo wir heute sind und warum wir heute hier sind. Und das ist, weil es eine Spieltags-PK gibt vor dem wichtigen letzten Saisonspiel gegen Mainz 05. Und deshalb lasst uns über das reden, was die Jungs dann im Anschluss machen. Das ist mir sowas von egal. Wichtig ist für mich, was die Jungs in den 90 Minuten auf dem Platz machen. Jesko von Eichmann für Sky. Was haben die Jungs oder warum haben die Jungs denn so viel besser gemacht in der Rückrunde als in der Hinrunde und besonders in den Heimspielen? Gute Frage, Jesko. Ich finde, wir haben uns erstmal grundsätzlich sehr stabilisiert in ganz vielen Abläufen, sowohl defensiv. Wir haben die Höhe der Pressingzone etwas angepasst. Wir haben besonders in den Heimspielen eine deutlich höhere Effizienz gehabt vom gegnerischen Tor. Wir konnten sehr häufig sehr früh in Führung gehen und konnten dann nachlegen, sind dann nicht zurückgewichen, auch wenn es dann den einen oder anderen Rückschlag mal gab. Und es gab natürlich dann auch mal das eine Spiel, das dann nochmal knapp wurde. Aber wenn man dann halt überlegt, das fing ja dann schon im Oktober an mit deutlichen Heimsiegen hier, weil wir wirklich dann von Anfang bis Ende eine sehr konzentrierte Leistung gezeigt haben. Wenn man sich das Offensivtrio jetzt anguckt, das auf dem Platz steht, ich glaube, sie haben 24 Tore erzielt in der Rückrunde gemeinsam. Sepp Haller, Donny Malen und Karim Adeyemi, da waren wir natürlich angewiesen. Diese drei Jungs, die haben uns komplett auf der Torjägerliste gefehlt, noch in der Hinrunde. Und wenn man dann einfach sieht, dass wir besonders in der Bundesliga sehr gefestigt waren, unter ganz hohen Drucksituationen trotzdem gute Leistungen erzielen konnten, das Publikum auf unsere Seite ziehen konnten und uns auch verlassen konnten, wenn wir mal nicht eine Phase im Spiel hatten, wo es sich so leicht angefühlt hat, dann waren unsere Fans halt da, um uns zu tragen. Und das war ein richtig schöner gemeinsamer Weg, den wir bis jetzt gegangen sind. Und jetzt wollen wir den halt krönen mit dem Sieg am Samstag. Wir haben einen Kollegen aus Frankreich hier, habe ich eben gelernt. Der hat die nächste Frage. Bitteschön. Ja, danke. Sebastian Bayer, Korrespondent von Radio France Hörfunk in Berlin. Herr Terzic, wie haben Sie bisher die ganze Saison erlebt mit einem unglaublichen Szenario? Im ersten Hälfte der Saison schien der Titel wieder für FC Bayern und dann ist die Situation komplett umgekehrt. Ja, Sie haben nahezu den ganzen Saisonverlauf so ein bisschen wiedergespiegelt. Auch da bitte ich um ein bisschen Geduld, weil es ist jetzt noch nicht die Zeit, um ein Saisonfazit zu finden, sondern das können wir dann gerne nach dem Spiel oder nächste Woche machen. Aber es war definitiv eine Saison, die sehr verrückt war, das haben wir auch schon erwähnt, wo es Phasen gab, die sich nicht leicht angefühlt haben, besonders dann in der Woche vor der WM mit den Niederlagen in Wolfsburg und in Gladbach. Und dann war es keine leichte Situation. Und trotzdem haben wir gezeigt, dass wir all das, was so schwierig war, in Angriff nehmen wollten, um es besser zu machen. Und das haben wir mit ganz viel Fleiß, mit ganz viel Intensität, mit ganz viel positiver Energie geschafft. Und wie ich das jetzt schon mehrfach erwähnt habe, hatte man das Gefühl, dass sich
die Situation in der Tabelle für uns ganz lange immer wieder verbessert hatte. Dann auf einmal ging es wieder hin und her, hin und her. Aber in der Situation, in der wir jetzt sind, da hatten uns wahrscheinlich die wenigsten gesehen im November, vielleicht auch nicht letzten Juli. Und da sind wir auf einem richtig guten Weg und wollen auch das dann beenden mit den nächsten 3 Punkten am Samstag bei uns hier im Stadion. So, 2 Drittel dieser Pressekonferenz sind um. Wir warten immer noch auf die erste Frage zum FSV Mainz 05 und der nächste Versuch, der findet statt mit Sebastian Kolzberger von der Bild. Das wird eine Aufgabe. Ja, ich versuche die Frage 2 zu teilen. Also zum einen, wo liegen denn die Gefahren bei Mainz 05? Du hast es schon angesprochen, die spielen gerade in der Rückserie oder eine sehr starke Rückserie, waren lange oben mit dabei in der Rückrundentabelle, haben auch Bayern zu Hause 3-1 geschlagen. Und zum anderen, zum zweiten Teil, ist es auch für dich etwas anderes, sich jetzt auf dieses Spiel vorzubereiten, auch vor allem, wenn du dann vielleicht nicht mehr am Trainingsgelände bist, sondern zu Hause, gehst du da die Gedanken oder hast du da noch Gedankenspiele im Kopf zum Spiel oder ist es in dieser Woche ein bisschen was anderes für dich? Zum ersten Teil, ich spreche nicht über Gefahren, sondern ich spreche über Stärken. Die Stärken von Mainz, die sind deutlich erkennbar. Seitdem Bo Svensson übernommen hat, hat er die Mannschaft nicht nur stabilisiert, sondern sie sind eine der fittesten Mannschaften in der Bundesliga. Sie spielen sehr erwachsen, ich finde sehr körperbetont, sind die Mannschaft, die extrem viele Zweikämpfe führt, die sich auch nicht zu schade sind, mal einen Foul zu ziehen, wenn es nötig ist. Und das machen sie herausragend gut. Dazu kommt, dass sie ihr System gefunden haben und nahezu immer in der ähnlichen Situation dann die Spiele angehen, egal mit welchem Personal. Jeder kennt seine Rolle, seine Aufgabe. Und wenn man dann halt einfach sieht, du hast jetzt das Spiel gegen die Bayern angesprochen, aber sie haben auch in der Rückrunde in Leverkusen gewonnen. Sie haben in Leipzig gewonnen, 2 richtig schwere Auswärtsspiele, wie wir wissen. Und sie haben uns dann im Hinspiel bis zur 92. Minute noch beim Unentschieden gehabt. Und wir mussten bis zur letzten Sekunde um den Sieg kämpfen. Und das machen sie herausragend gut. Sie haben gutes Tempo vorne, sehr körperbetonte Stürmer, die immer wieder die Bälle gut ablegen, gut verlängern. Hinten sind sie sich nicht zu schade, halt auch die Drecksarbeit zu erledigen und das machen sie richtig gut. Und wir wissen auch, dass es eine schwere Aufgabe wird für uns, aber wir wissen, und das ist das, was wir uns erarbeitet haben in dieser Saison, dass es auch nicht das Angenehmste ist, aktuell nach Dortmund zu reisen, um hier ein Auswärtsspiel zu bestreiten. Und das ist das, was wir in den Fokus rücken wollen. Wir müssen ein paar Dinge anpassen, wo wir uns sicher sind, dass Sie in der Analyse ansprechen aus unserem Spiel in Augsburg, wo wir es nicht beispielsweise optimal geschafft haben, immer wieder die Tiefe zu verteidigen. Da müssen wir ein großes Augenmerk drauf legen, weil da sind wir uns recht sicher, dass sie diese Wege halt häufig und schnell suchen werden. Und dann geht es darum, dass wir ihre Standardstärke schwächen, indem wir die Standards so weit weg wie möglich vom Tor halten und sie so selten wie möglich verteidigen müssen. Aber sie sind jetzt eine der standardstärksten Mannschaften in der Bundesliga, haben, glaube ich, 16 Tore, 6 Elfmeter, aber sonst 7 Tore nach Ecken, glaube ich. Und das sind die Stärken, die sie haben. Und da müssen wir eine richtig gute Leistung zeigen, um sie weit wegzuhalten vom Tor. Und dann unsere eigenen Stärken auf den Platz zu bekommen und dann ihnen die Probleme bereiten, die wir nicht haben wollen. Ach so, 2. Teil der Frage. Ja, genau. Ich habe jetzt sehr lange geantwortet, deshalb habe ich schon fast vergessen. Ob ich was Besonderes jetzt gemacht habe, so persönlich, ne? Mit der Situation umgehst, ob du abschalten kannst oder ob du dann Gedankenspiele immer im Kopf hast zum Spiel. Ja, das habe ich immer. Das hat nichts mit dem 34. Spieltag zu tun oder mit Mainz 05, sondern das hat man immer. Und trotzdem bin ich halt jemand, der sich ganz gut ablenken lässt durch Arbeit. Ich stütze mich einfach die ganze Woche in die Arbeit und versuche einfach mein Bestes zu geben. Und deshalb fühlt es sich für mich arbeitstechnisch nicht besonders an diese Woche. So, wir sind auf der Zielgeraden angelangt. Es sind die letzten 3 Fragen und wir beginnen bei Jesko von Eichmann. Mats Hummels hat diese Woche bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag verlängern wird. Er ist ja auch gerade in den letzten Wochen sportlich herausragend gut und auch sehr wichtig, wie ich finde, für die Mannschaft. Nimmt er jetzt auch auf einer anderen Ebene in dieser Woche vielleicht nochmal Einfluss, weil er ja jemand und auch Niki Süle zum Beispiel, die kennen ja solche Wochen und viele Spieler im Kader sind ja jetzt nicht so vertraut mit so einer Woche, wo es dann wirklich am Ende um die Meisterschaft geht. Merkt ihr da, dass die nochmal einen anderen Einfluss auf die Mannschaft nehmen, dass die nochmal eine andere Ansprache haben? Suchen vielleicht auch die Mitspieler da so ein bisschen Kontakt oder ist das alles ganz normal? Ja, erstmal sind wir natürlich sehr glücklich, dass der Weg mit Mats hier bei uns weitergeht und Mats hat jetzt nicht nur in den letzten Wochen eine wichtige sportliche Rolle gehabt, sondern die ganze Saison. Das fing im Juli an, er ist so fit hier
in den Trainingsstart gekommen, wie ich ihn so vorher noch nie erlebt habe. Und er war derjenige, der am verfügbarsten war auf dieser Position. Der hatte er hat einen sehr hohen Anteil an der sportlichen Entwicklung im Laufe dieser Saison. Und wir sind sehr froh, dass wir Mats bei uns haben. Und nicht nur in dieser Woche, sondern in allen Wochen zuvor ist Mats dadurch, dass er nicht nur durch sein Alter schon einiges erlebt hat, sondern natürlich auch durch seine Erfolge hier und besonders in München und in der Nationalmannschaft, jemand, der sich immer wieder die Spieler zur Seite nimmt und ihnen wichtige Tipps gibt, Dinge priorisiert. Und das hat er nicht nur in dieser Woche getan, sondern das hat er in der ganzen Saison getan. Und nicht nur er, sondern alle Führungsspieler versuchen dann natürlich jetzt auch nochmal das Wichtige in den Vordergrund zu rücken. Und das ist das, was wir gemeinsam gemacht haben. Wir haben uns diese Woche jeden Tag gesehen und wir haben jeden Tag über Fußball gesprochen, nichts anderes zugelassen. Und das werden wir dann bis Samstag so durchziehen und dann hoffentlich dann das Spiel und die Saison mit einem Heimsieg abschließen. Dirk Krampe von den Ruhrnachrichten. Jetzt muss ich doch, auch wenn du es vielleicht nicht so ganz gerne hörst, aber doch nochmal versuchen, diese persönliche Geschichte. Man kann ja, glaube ich, zweifelsfrei sagen, dass das wichtigste Spiel auch deiner bisherigen Trainerkarriere sein wird, mit dem größtmöglichen Erfolg, der da winken kann. Du wirkst jetzt noch relativ entspannt, muss ich sagen. Wie sieht es wirklich so in dir drin aus? Wann ist es auch generell so, dass du vorspielen, dass die Anspannung größer wird? Ist das dann erst, wenn du zum Stadion fährst? Ist das am Samstagmorgen? Wie sieht das da bei dir aus? Das wichtigste Spiel ist, kann ich nicht beurteilen. Ich kann dir aber sagen, dass es bis jetzt wahrscheinlich das Schönste ist, was auf mich wartet. Und die Anspannung, die habe ich immer vor jedem Spiel. Es ist bei mir dann meistens so, dass die Anspannung sogar so 2 Tage oder einen Tag vorher größer ist als am Spieltag, weil dann sind die Entscheidungen meistens getroffen, Startaufstellung, Matchplan, Kader und so weiter und so fort. Aber jetzt ist es einfach, dass es 0,0 darum geht, was ich gerade fühle, sondern was ich der Mannschaft geben kann. Und das ist einfach die Idee, die wir uns gemeinsam erarbeitet haben über die letzten Monate, die uns dazu gebracht hat, dass wir jetzt so schöne Fragen beantworten müssen, anstatt die blöden Fragen beantworten müssen im November. Und da freuen wir uns einfach drauf. Und ich versuche jetzt einfach gemeinsam mit meinem Trainerteam alles möglich zu machen, dass wir mit einem richtig guten Gefühl in das Spiel reingehen. Es ist mir extrem wichtig und ich versuche das jetzt damit dann noch abzuschließen. Wir sind noch nicht fertig, aber wir sind bereit. Wir sind bereit, den letzten Schritt gemeinsam zu gehen und das als Mannschaft, als Verein, als Stadt. Das wäre ein sehr schönes Schlusswort, wenn wir nicht noch die letzte Frage hätten. Und die kommt von Matthias Dersch vom Kicker. Ja, ich versuche es mal daran anzuknüpfen. Einer, der genau dieses Gefühl vermittelt, noch nicht fertig zu sein, ist Sebastian Oller. Er hat nach dem 1-0 in Augsburg so mit den Fingern auf die Schläfen gezeigt, so nach dem Motto, Jungs, jetzt schlau bleiben, clever spielen. Wie nimmst du ihn in diesen Wochen wahr? Ich habe das Gefühl, dass er ja auch durch seine Tore, die er jetzt zuletzt erzielt hat, nochmal ein Stück größer geworden ist wieder. Teilst du diese Einschätzung? Und ja, wie sehr ist er auch der Führungsspieler aktuell? Ja, wir könnten eine ganze Pressekonferenz mit Sebastian Haller füllen, weil das weiterhin die tollste Geschichte bleibt, die wir diese Saison erlebt haben. Ich habe letzte Woche schon meine Eindrücke dazu geschildert nach dem Spiel. Wir sind unglaublich stolz, dass Sepp endlich wieder regelmäßig mit uns auf dem Platz steht. Das ist alles nicht selbstverständlich, das wissen wir, das nehmen wir auch niemals in Anspruch, das selbstverständlich zu sehen. Sondern das war auch extrem viel Wille, extrem viel Fleiß, extrem viel positive Energie, die ihn jetzt in die Situation zurückgebracht hat. Es war kein leichtes Jahr für ihn, es war kein leichtes Jahr für uns und wir sind da gemeinsam durchgegangen. Und wenn man dann einfach sieht, welchen Einfluss er jetzt aktuell hat, und damit meine ich jetzt nicht nur, dass er auf der Anzeigetafel steht als Torschütze, sondern wie er unser Offensivspiel einfach besser gemacht hat. Wie er derjenige ist, der uns immer wieder Sekunden verschafft, der uns immer wieder die Zeit gewinnt, damit die anderen Jungs nachrücken können oder in die Tiefe starten können und dann noch diese Gefahr ausstrahlt im 16er. Das ist alles nicht selbstverständlich. Wenn manche Dinge einfach schwerer sich anfühlen, dann muss man halt über Lösungen nachdenken, damit es sich wieder leichter anfühlt. Und das haben wir versucht, indem wir ihn im Training immer wieder in die Situation gebracht haben, dass er seine neuen Automatismen entwickeln kann, wo wir noch das Gefühl haben, ja, es fehlt vielleicht der halbe Schritt, der halbe Meter, um das Tor zu erzielen. Wenn das halt so ist, dann müssen wir das alles ein bisschen anpassen, alles etwas früher starten, unsere Auslöser früher gestalten. Und das hat er angenommen und deshalb sind wir sehr froh, dass er in den letzten Wochen so für uns
performen konnte und so gute Leistung zeigen konnte. Und auch er ist noch nicht fertig und wir hoffen, dass das, was er dann gezeigt hat, wo er im Kopf gezeigt hat, dass er sich das aufgespart hat, weil er mit dem Kopf treffen will am Samstag. Und da würden wir ihn dabei gerne unterstützen und wir wissen einfach, dass wir uns auf ihn verlassen können und er hat gezeigt, dass er unser Held der Saison werden kann. Danke Edin, danke euch. Wir freuen uns sehr auf den Samstag und das Spiel gegen Mainz im Signal Iduna Park. Wir hätten deutlich über 300.000 Tickets verkaufen können. 81.365 werden da sein. Und wir sind sehr sicher, die sind so laut wie selten zuvor. Darauf würden wir uns sehr freuen. Bis dann. Tschüss. Dankeschön.